Herzlich willkommen. Mein Name ist Jöran Musmeerholz und ich darf Sie durch das Lernangebot OER-Einführungskurs für Lehrkräfte leiten und begleiten. Ich bin von Haus aus ein Diplompädagoge mit einem Schwerpunkt auf Bildung und Lernen im digitalen Wandel. Seit einigen Jahren ist das Thema Open Educational Resources, also OER, ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, so sieht's aus, und das heißt Freie Unterrichtsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen, selbst machen und teilen. Und dieses Buch in einer digitalen Kopie können Sie sich in Begleitung zu unserem Lernangebot herunterladen. Es geht also um das Thema Open Educational Resources, kurz OER. Das sind Lehr- und Lernmaterialien, die alle Menschen nicht nur frei und offen finden, nutzen und weitergeben können, sondern auch bearbeiten und verändern dürfen. Das Thema OER hat in den letzten Jahren schnell an Relevanz gewonnen und das liegt daran, dass digitale Materialien eine viel größere Rolle spielen. Und digitale Materialien lassen sich prinzipiell viel einfacher und besser bearbeiten und verändern und mit anderen teilen. Das gilt allerdings erst einmal nur prinzipiell, weil es gewisse urheberrechtliche, technische und organisatorische Hürden dabei gibt. In der Praxis lassen sich manche digitale Materialien sogar schlechter bearbeiten und weitergeben als analoge Materialien. OER ist nun ein Ansatz, um diese Hürden zu senken, sodass das Nutzen und das Bearbeiten und das Teilen von Materialien nicht nur prinzipiell, sondern tatsächlich in der Praxis einfacher und besser funktioniert. Vor diesem Hintergrund ist die Frage nach OER auch eine Frage nach neuer Zusammenarbeit, nach neuer Arbeitsteilung und nach einer Nachhaltigkeit von Materialien. OER, das bedeutet auch, dass ich nicht alles selbst machen oder alles einkaufen muss, weil ich eben auf die Arbeiten von anderen zugreifen kann. OER, das heißt auch, wenn ich etwas verändern will, dann kann ich es einfach tun und ich muss das Material nicht komplett wegwerfen bzw. ersetzen. Und schließlich besteht die Chance, dass solche Materialien mit der Zeit immer besser und vielfältiger werden, eben weil sie verbessert und in verschiedenen Varianten differenziert werden können. Die Hoffnungen für die beschriebenen Veränderungen werden häufig als Kultur des Teilens bezeichnet. Es geht also sowohl um praktisches Know-how als auch um neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter. Was erwartet Sie in diesem Angebot? Im ersten Kapitel geht es um einen Einstieg ins Thema. Warum sind Lehrkräfte von Beruf aus Remix-Künstler? Was macht den Unterschied aus zwischen kostenlosen Materialien und OER? Und was genau gehört überhaupt zur Definition von OER, also Open Educational Resources? Das folgende Kapitel widmet sich dann Lizenzmodellen. Für Menschen, die keine besondere Eigenschaft für das Urheberrecht haben, ist das vielleicht eher das Pflichtprogramm. Die freien Lizenzen sind möglicherweise nicht das Herz von OER, aber sie sind auf jeden Fall so etwas wie das lebenswichtige Skelett des Konzeptes. Und so kompliziert ist die Sache auch gar nicht, wenn man erst einmal ein Grundwissen hat und genau das bekommen Sie im Kapitel Lizenzmodelle. Das nächste Kapitel heißt dann OER suchen und finden und genau darum geht es. Wir werden außerdem auf die Fragen eingehen, wie man die Qualität und Eignung von OER beurteilen kann. Wenn man eine Ressource als OER gefunden hat, muss man wissen, wie man sie verwenden und mit anderen teilen kann, zum Beispiel im Rahmen von eigenen Materialien. Und genau darum geht es im nächsten Kapitel. Außerdem gibt es in diesem Kapitel noch zwei Exkurse. Einmal zur Frage, wie sich Digitalisierung, OER und inklusives Lernen zueinander verhalten. Und zur Frage, was OER und Nachhaltigkeit miteinander zu tun haben. Im letzten Kapitel schließlich möchte ich verschiedene Möglichkeiten zur Vertiefung des Themas vorstellen. Wo findet man gute Quellen für OER? Wo gibt es weitere Erklärvideos, Communities und Online-Kurse für OER-Fortgeschrittene, also für alle, die nach diesem Kurs noch weiterlernen wollen. Soweit der Ausblick. Zu Beginn jedes Kapitels werden Sie wieder ein Video mit mir finden, in dem ich Ihnen eine kleine Vorschau auf die anstehenden Inhalte präsentiere. Unterhalb dieses Videos hier finden Sie übrigens zum Einstieg auch ein Glossar und ein Auftaktquiz. Im Glossar haben wir die zentralen Begriffe, die Sie im Laufe des Kurses kennenlernen werden, zusammengestellt. Und diese Begriffe haben wir dann auch noch einmal in Form einer Quizübung aufbereitet. Jetzt mögen Sie sich vielleicht fragen, warum soll ich denn
schon zu Beginn dieses Quiz mache. Ich bin ja gerade erst hier angekommen, um das alles kennenzulernen. Und da haben Sie selbstverständlich recht. Ich empfehle Ihnen das Quiz dennoch. Und zwar gibt es gleich zwei gute Gründe dafür. Erstens, Sie testen Ihr Vorwissen und Sie bekommen einen Eindruck, welche Begriffe Sie vielleicht schon einmal gehört haben oder sogar schon gut kennen. Und zweitens, Sie bekommen gleichzeitig eine Vorschau auf die Themen, die wir in den kommenden Kapiteln behandeln werden. Sie können die einzelnen Kapitel dieses Lernangebots in beliebiger Reihenfolge nutzen, aber vor allem, falls dieser Kurs Ihr erster Kontakt mit dem Thema OER ist, empfehle ich Ihnen die vorgeschlagene Reihenfolge. Wie schon erwähnt, die Lizenzmodelle können zu Beginn etwas sperrig wirken. Möglicherweise kann es sinnvoll sein, das Kapitel dann einmal komplett durchzuarbeiten und später, wenn man insgesamt einen Überblick über das Thema hat, dort ein zweites Mal vorbeizuschauen. Der Kurs ist ein Einführungsangebot und deswegen ist das letzte Kapitel mit weiterführenden Angeboten besonders umfangreich geworden. Eine tolle Eigenschaft des Themas OER ist, dass fast alle verfügbaren Lernangebote dazu selbst OER sind. Das heißt also, dass Sie auf eine Vielzahl von öffentlichen, kostenlosen und offenen Erklärungen, Videos, Online-Kursen und Büchern zugreifen können, um sich vertiefend mit dem Thema zu beschäftigen. Nochmal die Erinnerung, das ist ein bisschen das Buch zum Kurs. Das Buch Freie Unterrichtsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen, selbst machen und teilen hat nicht zufällig einen Titel, der so ähnlich ist wie unser Kapitelaufbau. Daher nochmal die Empfehlung, laden Sie sich das als PDF herunter und dann können Sie da vertiefen, stöbern, nachschlagen. Noch ein Wort zu den Quellen der Materialien, die Sie in diesem Kurs finden. Weil im Bereich OER eben viele Inhalte frei und offen verfügbar sind, können wir auch in diesem Kurs zahlreiche Materialien aus verschiedenen Quellen einbinden und noch einmal aufbereiten. An vielen der gezeigten Videos war ich selbst beteiligt, das werden Sie sehen und möglicherweise auch bemerken, dass ich in manchen Videos etwas älter und in manchen Videos etwas jünger wirke. Auch das ist ein Symptom der Nachnutzbarkeit von offenen Materialien. Der überwiegende Teil dieser verwendeten Materialien stammt aus Projekten, die aus Landes- oder Bundesmitteln öffentlich gefördert und von den Herausgebern qualitätsgeprüft wurden. Ich schätze, dass man diesen Kurs in 2 Stunden einmal komplett durchschauen kann, falls man keine der Übungen und keine Vertiefungen bearbeitet. Inklusive der zusätzlich empfohlenen Inhalte mit einzelnen Vertiefungen sind es vielleicht 8 bis 10 Stunden. Los geht's!